Catherine, was tust du da? Dr. Golden. Ich dachte, das wäre geklärt. Diese Aufzeichnungen sollten vernichtet werden. Diese Aufzeichnungen sind das Ergebnis jahrelanger Arbeit meines Vaters. Catherine, das Projekt Valhalla war doch ein grauenvoller Fehltritt. War es das? Gute Arbeit, Mutter. Ich dachte, du wolltest ihn ablenken und beschäftigen. Ja, aber es scheint, ich bin nicht Dr. Goldens Typ. Oh, Claudette, das ist doch alles Wahnsinn. Sogar dein Ehemann gab zu, das Experiment hätte niemals durchgeführt werden dürfen. Aber mein Ehemann ist tot. Und Projekt Valhalla wird meine Belohnung sein. Dafür, dass ich jahrelang die brave Offiziersgattin zu sein hatte, die vor Langeweile einging. Ich werde die Wache verständigen. Ern, bitte, arbeite mit uns zusammen. Wir haben das Geheimnis 20 Jahre bewahrt. Jetzt hol dir die Belohnung. Claudette, du ekelst mich an. Catherine, bitte, seid doch vernünftig. Ihr könnt nicht wie ein Gott über das Leben anderer Menschen verfügen. Ah! Doch, das können wir. Wie viele Versuchskaninchen haben wir? 3. Sarah Goodwin, G.E. Mellor, James Olson. Doch, bestimmt. Das ist er. Oh, Jimmy, ich hab dir die Kontaktabzüge gestern noch auf deinen Tisch gelegt. Hast du sie schon angesehen? Ja, eigentlich gar nicht schlecht. Damit kann man sicher was anfangen. Aber wir machen erstmal Probeabzüge und sehen dann, wie sie aussehen. Wie steht es mit der Herstellung des Serums? Ich hab es. Aber wozu ist das gut, Mutter, wenn dein langhaariger Bubi es nicht schafft, eins von den Kindern herzubringen, um es zu injizieren? Sie meint Bubi auf liebe Art, Klaus. Wir finden eins der Kinder. Hat unser Käufer angerufen. Ja, und er ist ziemlich interessiert an unserem Angebot, Mörder zu erschaffen, die auf Kommando töten. Alle Terroristen interessiert sowas. Aber er kehrt in sein Land zurück und das schon übermorgen und er will bis dahin eine Demonstration. Also sollte dein Kleiderständer mir schnellstens eine von diesen Versuchspersonen bringen. Ich muss jetzt meine Visite machen.